Diese Witcher-Wochen nähern sich ihrem Ende. Noch bevor ich in den regulären Cross-Media-Betrieb gehe, noch einige Worte von mir. Ich danke euch allen für euer positives Feedback und die konstruktive Kritik. Geplant war es natürlich nicht, dass es so lange geht, aber wie ihr wisst, ich betreibe diesen Kanal rein privat, nicht monetarisiert. Wenn es bei mir beruflich oder privat rund geht, muss Cross-Media leider ein wenig zurückstecken. Dennoch hat mir dieses Projekt sehr viel Spaß gemacht und ich bedanke mich bei allen Zuschauern und Unterstützern sowie Duck Cockle für eure Zeit. Natürlich werdet ihr in Zukunft hier und da mal wieder etwas vom Hexer Geralt zu sehen bekommen, doch das dann im normalen Betrieb. Und bevor ich den Abschluss nun endgültig einleite, noch eine Anmerkung. Es wurde unter anderem gewünscht, eine Art Podcast mit Entwicklern von CD Projekt Red zu machen. Das habe ich angeleiert, doch mein Podcast-Partner musste es leider verschieben. Dennoch, im nächsten Jahr gibt es auf jeden Fall so etwas wie ein Podcast mit einem der Jungs von CD Projekt Red. Das wird auf jeden Fall sehr spannend. Doch nun meine letzte Empfehlung für bestehende oder zukünftige The Witcher-Fans. Die Welt von The Witcher sowie Gwent, The Art of the Witcher Card Game, beide vom Autor Marcin Batilda. Das Buch Die Welt von The Witcher ist das ultimative Kompendium für alle Fans der Hexersaga. Und das ist absolut unabhängig, ob man nur die Bücher gelesen oder die Spiele gespielt hat. In diesem Hardcover-Schinken finden sich nicht nur alle Informationen zu Fraktionen, Charakteren, Rassen oder Monstern, sondern es enthält die komplette Entstehungsgeschichte der Welt in sich, sowie fast die komplette Geschichte von den Büchern bis hin zum dritten Spiel. Das alles wird aus der Sicht von Rittersporn geschrieben und empfiehlt sich wirklich sehr zum Nachlesen, Rumschmökern oder dem Auffüllen von Wissenslücken. Insgesamt ein wirklich schönes Kompendium, was mit vielen Bildern und Artworks ausgeschmückt wird. Wer hingegen noch mehr für das Auge haben möchte, sollte sich Gwent The Art of the Witcher Card Game holen. Hier sind fast alle derzeitigen Artworks zu den einzelnen Karten abgebildet und auf Hochglanzpapier auf voller Größe dargestellt. Unter anderem gibt es auch teilweise Bilder, die auf zwei Seiten vorhanden sind. Nicht nur, dass diese an sich schon sehr gut aussehen, sondern werden die meisten Karten mit einer kleinen Hintergrundgeschichte gespickt, während die Künstler der Bilder noch ein persönliches Statement darließen, warum sie den Charakter so und so darstellen wollten. Das Schöne daran ist, man muss nicht selber Gwent spielen, um Gefallen an dem Buch zu haben. Charaktere wie Willem Tretenmeers, Yennefer, Geralt, Ciri oder Triss sind auch dem Buch sowie Videospielkennern ein guter Begriff. Die Bilder sehen in voller Größe teils sehr atemberaubend aus und die Hintergrundgeschichten beziehen sich weder auf Karteneffekte noch auf Spielmechaniken. Daher lohnt es sich auch, Gwent The Art of the Witcher Card Game im selben Zug mit Die Welt von The Witcher zu nennen. Denn zusammen ergänzen sie sich perfekt. Zwar gibt es keine Vorstellung mehr von The Witcher, aber ein kleines Gewinnspiel kommt die Tage noch raus. Also haltet die Augen offen.